Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu diesem neuen kleinen feinen Video. Ja, wir sind in Dortmund auf der Pferderennbahn und zwar auf der Aqua Expo 2024. Und die ersten Eindrücke zeige ich euch heute. Wir haben das Glück, wir sind, ja, mehr das Glück oder weniger auch das vielleicht das Pech, dass wir ein bisschen spät dran sind. Aber wir werden uns heute mal anschauen, was hier so für tolle Messestände sind. Jetzt haben wir noch den Platz. Wir haben es heute Freitag, wo ein bisschen weniger zum Glück noch los ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal einen kleinen Rundgang mit euch. Ich nehme euch einfach mal mit und wir schauen mal. Zum Beispiel jetzt, wir fangen jetzt an beim Championat und beim Aquascaping Contest. Let's go. Folgt mir. Der Sascha ist noch am Essen. Guten Hunger. Sascha, einmal den Sascha filmen. Der Sascha hat Pause. Ja? So, dann let's go, dann gehen wir mal rein und gucken mal, was so Schönes am Start ist, ne? Geht das so mit der Tür, ja? Das geht. So. So, wir haben hier das Scharnieren-Championat. Also wenn man mal sich einmal gleich umdreht auf die Seite. Letztes Jahr war es eigentlich fast genauso aufgebaut. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch ein bisschen spektakulärer wird. Genau, man kann schön sehen von jedem Züchter, was jetzt genau von wo, von wem ist. Und so ist halt so ein Championat aufgebaut. Ihr habt eure Becken ganz normal vorne mit dem Züchterbereich, wer was zu wem gehört. Oh, da gibt's eigentlich, ist eigentlich selbst erklärt, die ganze Sache. Sagen, wir gehen gleich mal ein bisschen einmal lang. Wir ziehen einmal bis da hinten durch gleich und dann schauen wir mal. Ja, heute kommen wir jetzt hier noch gut ran. Man kann hier ein bisschen sehen, die Preise bzw.
Platzierungen stehen schon fest. Man kann das an den Aquarien ganz gut sehen. Wir können das mal ein Beispiel zeigen. Ja. Zum Beispiel, wenn da jetzt eine 3 dran ist, ist es der dritte Platz. Also der Philipp Baumann hat jetzt hier den dritten Platz gemacht, zum Beispiel mit seiner Neocaridina-Gruppe. Und wenn wir jetzt einfach mal den Weg hier so lang schauen, können wir da sehr gut sehen. Dass dann relativ doch ein paar mehr Becken auf jeden Fall am Start sind mit, ja. Und alles schon quasi abgeschlossen ist, was die Platzierung angeht. Also wirklich der Bereich vorne ist, da vorne ist Neocaridina und hier hast du die normalen Caridina-Garnelen vorne mit. Und folg mir einfach mal. Unauffällig, folge mir. Wenn man auch hier, kannst du ja mal rüberfilmen, nochmal sehen kann. Dass hier doch relativ viele, viele teure, viel, viel Geld rumschwimmt auch, muss man sagen. Das ist einfach Fakt, ja. Das hat alles noch Garnelen-Championat, was man hier so sieht. Da drüben, in dem Bereich vorne, ist jetzt ein Influencer-Pavillon, der dann für uns so gedacht ist. Ah, vielleicht nochmal ganz interessant für Leute unter euch. Bio-Ops, also so, ja, Pflanzenwelt für in so einer Kugel drin, für ganz stumpf gesagt, was auch richtig schick geworden ist, wie ich finde. Und auch mal so eine Alternative vielleicht zum Garnelenbecken oder so weiter und so fort. Ja, man kann es ja auch hier nochmal ganz kurz sehen, wenn man da einmal gleich rüber sieht oder hier unten das Championat sieht mit den ganzen Aquascapes und Co. So, genau. Jetzt kommen wir mal zu den Aquascapes. Was denn hier so künstlerisch vorbereitet wurde. Und da will ich dann mal, dass du eine vernünftige Aufnahme dann von reinkriegst, ja. Was die Kunst hier so alles so macht. Also mehr Tiefe geht, glaube ich, nicht. Was man so sehen kann. Und hier können wir gerade noch sehen, wie sowas denn vorbereitet wird für einen Contest zum Beispiel. Nochmal werden die Scheiben geputzt oder nochmal intensiver Raufgang, irgendwas sauber gemacht, von irgendwelchen Algen befreit. Immer auch sehr interessant zu sehen, was denn da eigentlich doch für eine Arbeit hintersteckt, ja. Das weiß der eine oder andere gar nicht. Und wir gehen mal weiter. Dann folge mir. Wenn so ein Aquascape dann fertig ist, dann stehen da teilweise dann auch schon Preise dran, wie man hier sehen kann. Was denn dafür aufgebaut wird. Ich glaube, dass der Preis gar nicht die Arbeit widerspiegelt, die jetzt noch in solchen Landschaften drin sind. Also wenn man mal reinschaut, wirklich wieder, was jetzt hier denn doch in der kurzen Zeit geschaffen wurde, muss man ja wirklich einfach mal Respekt ausstrecken. Sehr, sehr schön geworden auf jeden Fall. Also von der Tiefe und so. Oder von den Pflanzen, von den Grünen. Sehr, sehr geil geworden auf jeden Fall. Ja. Gut, dann werden wir mal weiter. Die anderen Kollegen da lieber nicht stören. So, Fischcontest ist für mich auch neu. Ah, ein Diskus-Contest. Ja, das ist natürlich so ein Thema, da kann ich gar nicht so großartig oder gar nicht mitsprechen, was jetzt hier richtig teuer und was schick ist. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal durch die Becken, einfach mal durch die Reihe an, dass du einfach mal durchfilmst. So mal sehen, was wir denn da so schönes sehen. Das sind schon beeindruckende Tiere, ne? Also muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, hier wird wahrscheinlich auch nochmal die Jury gerade irgendwelche Kennzeichnungen oder Merkmale genommen. Da wäre es halt interessant, wenn wir uns da vielleicht morgen mal jemanden schnappen, der sich mit diesen Fischen richtig gut auskennt und sagt, was da für Merkmale und was da interessant ist. Ja, vielleicht interessiert es da den einen oder anderen. Gut, wir werden mal weiter. Ja, hier auch nochmal volle Bank. Wie man sehen kann, ist da jetzt auch alles gesperrt. So schlecht war das gar nicht. Gut. Jetzt habt ihr erstmal so einen kleinen Einblick gesehen über die Anlage, alles und Co., was hier so angeboten wird, sprich von Aquascaping Contest, Garnelen Contest und neu ist für mich ist das auch Diskus, dass wir Diskus Contest haben. Finde ich auch eine coole, saubere Sache eigentlich. Schön wäre es, wenn wir morgen mal jemanden dafür kriegen, der da nochmal genau in die Materie eingehen kann.
Ansonsten war es jetzt erstmal so von dem Bereich, was Championate angeht. Den haben wir komplett in diesem Bereich. Da werden wir gleich noch einmal von außen von euch eine Aufnahme machen. Denn wenn wir noch einmal jetzt gleich zum Schluss durch den Messebereich gehen, dass ihr da so einen groben Überblick habt, wie so eine Messe oder wie die Aqua Expo an sich gestaltet ist. Und dann werden wir diesen Freitag auch schon beenden mit diesem kurzen Video, dass ihr ein bisschen informiert seid, was hier so abgeht. Denn morgen, Leute, morgen wird das hier ein Höllentag und wir werden hier nicht so einfach durchkommen. Und da brauche ich die eine oder andere Ibuprofen wahrscheinlich. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Morgen und wenn ihr auch immer dieses Video schaut. Bis dann und ciao, ciao.